Ja, achso, ihr müsst auch nicht, aber... Los, begrüß uns jetzt. Ja. Hallo aus dem Music Interview Corner, heute vom Cardio Rock Festival. Cardio. Ja, Cardio. Wie die Finnen es sagen. Vom Cardio Rock Festival mit Halloween. Hi Markus. Guten Abend. Hi Vicky. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit für uns habt. Macht nix. Also ihr seid ja heute auf einem der wichtigsten Musikfestivals von Finnland. Und wie ist es für euch, da nicht nur als einzige ausländische Band zu spielen, sondern auch als Headliner? Das ist doch wunderbar, wenn man sowas machen kann, darf. Schönen Dank für die Einladung. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und du? Ja, wenn nun keine anderen ausländischen Bands zur Verfügung waren, da können wir auch nichts für. Was sind die denn dann alle? Ich dachte, die hatten kein Geld mehr, nachdem sie euch bezahlt haben. Nee, die hatten kein Geld, hier zu spielen. Ach so ist das. Die hatten kein Geld, deswegen haben sie uns erst geholt. Ach so ist das. Schön, dass ihr so ehrlich seid. Wie gefällt euch denn Finnland? Ja, ich fand Finnland ja schon immer sehr interessant. Ne? Also wann war ich das erste Mal hier damals? Wie hieß das da, das Festival da, wo Dio war? Und wie hießen die Bangin' on Drums da? Ja, das war auch eine finnische Band, die da gespielt hat damals. Ne? Wie hießen die noch? Also sowas, dass ich das jetzt vergesse. 09 hießen die. War gut, richtig mit Hammond-Orgel, so wie Rainbow früher immer so. War gut. Ja, und dann haben wir nach denen gespielt und das war auch interessant. Dio war auch da. Also das war damals, ja, hieß das Finnrock oder wie hieß das? War toll. Genau, und so lernt man dann langsam das Land und die Leute ein bisschen kennen. Ne? Ja. Tolle Disco gab es da damals in Helsinki, kamen wir rein, da lief erstmal Smoke on the Water und alles so ein altes Zeug. Und das war angeblich ja schon längst out, also das war irgendwie 87 oder 88 war das. Und da lief das ganze Zeug, so wie man sich das wünscht. In Finnland im Sommer zu spielen zu den Festivals, weil es ja oft sehr dunkel und sehr kalt ist, sind sie natürlich im Sommer, wenn sie dann rauskommen und das ist ein geiles Wetter, die nutzen ja dann jede Sekunde und das spürt man dann auch. Ne? Und wir sind ja dann immer nur auf Festivals, wenn es schön ist und kriegen also immer nur die gute Laune mit. Obwohl wir haben auch schon im Winter getourt mit dem Bus durch Finnland, fast stecken geblieben mit dem Bus. Und ja, wir kennen beide Seiten. Wart ihr auch in Lappland? Beide schön. Waren wir in Lappland, war ich irgendwann mal? Da ist der Schnee am schlimmsten, da bleibt man immer stecken. Ist da einer irgendwie, also wir waren hoch bis Oulu, ne? Oulu, ja. Ja, Oulu. Waren wir noch mal drüber, oder was? Waren wir mal im Lappland? Macht er. So wichtig ist es auch. Aber ihr wart auf jeden Fall schon mal im Winter auf Tour in diesem Land. Auf alle Fälle. Oulu hätten wir letztes Mal beinahe gar nicht geschafft. Weil der Schnee so fett war. Aber wir kennen beide Seiten. Und das hat natürlich auch beides seine Romantik. Ne? Cool. Obwohl, wenn man hier leben würde, könnte man das sicherlich anders sehen. Braucht man Antidepressiva und Vitamin D im Winter? Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Naja, und eure Band ist ja jetzt 30 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und ihr beiden seid die einzigen beiden, die von Anfang an wirklich dabei waren. Wie fühlt sich das an für euch? Ja, das wird wohl schon seinen Sinn haben, ne? Dann habe ich gerade überlegt, man könnte ja hier Antidepressiva könnte man ja verkaufen. Ja, da wird man reich, glaube ich. So Halloween-Antidepressiva, so als Merchandise. Mit eurem Logo drauf? Ja, ob das was bringt? Ich würde es probieren, glaube ich. Im Dezember könnt ihr mir eine Probe schicken. Ja, das kriegen wir nicht hin, viel zu anstrengend. Ah, okay. Da gibt es ja noch die Betäubungsmittelgesetze und so. Ja, darfst du nicht ausführen, dann kostet das in Belgien 64% weniger als im Rest von Europa und so. Also. Das kennt sich gut aus, so, ne? Ja, dann machen wir den Vertrieb über Belgien, ich kann euch helfen. Ja, das meiste wird ja in Belgien hergestellt, ne, und kostet dann da nur ein Viertel von dem, was es im Rest der Länder kostet. Also. Komisch. Hat euch das auf eine bestimmte Weise zusammengeschweißt, dass ihr die beiden einzigen Gründungsmitglieder seid? Oh ja, wir hängen immer irgendwie so rum auf Tour und man kennt sich, ne? Und man sieht sich immer, man weiß genau, wie man aussieht. Ich weiß genau, wie Vicky aussieht. Schön. Und was der für Macken hat und was ich für Macken habe, klar. Natürlich, 30 Jahre ist eine alte Ehe, ne? Ja, ich hatte früher auch mal Makeletten. Makeletten? Echt? Oh. Mhm. Ich kenne noch die alten Bilder, schön. Ja, das war noch ganz lange Mode, da hat keiner was gegen gesagt. Ich glaube, das kommt auch bald wieder irgendwann. Heißt aber nicht, dass ich mir dann wieder, also irgendwann lasse ich mir mal wieder welche wachsen, aber jetzt erstmal nicht. Das ist so 70er, ne? Mhm. Aber konnte man machen. Mhm.
Ja, wo wir beim Thema 70er sind. Ihr habt 99 ein besonderes Album gemacht, das heißt Metal Jukebox. Da habt ihr 60er, 70er und 80er Jahre Songs gecovert und zwar Power Metal Versionen draus gemacht. Unter anderem einer meiner Lieblingssongs, All My Loving von den Beatles. Und toll, das freut mich aber jetzt. Ja, echt? Nur für dich gemacht. Danke. Aber ich wollte sowieso gerade fragen, wie diese Idee zu dem Album entstanden ist. Da kannten wir uns ja noch gar nicht. Ich glaube, der damalige Manager, Rod Smallwood, wollte irgendwie, dass wir ein Album machen in dieser Form, so ein Coveralbum. Aber allerdings hat er sich wahrscheinlich was anderes vorgestellt. Er glaubt, er meinte, wir machen nur so 80er-Metal-Dinger drauf. Ne? Und er wollte, dass das denn so nach New Metal klingt eher. Da hatten wir eine tolle Besprechung, wo er total stinkig und sauer war. Und ich meine, ich war ja verantwortlich für irgendwie 86% der Gitarren oder 90% oder so. Mal morgens um 9:30 aufgestanden und bis abends um 11, bis der Michael Tibes an Reglern eingeschlafen ist. Ne? Und nächsten Tag nochmal das Gleiche. Und das ging so 2-3 Wochen oder noch länger, keine Ahnung. Und dann war der Rod Smallwood, der Manager, war total sauer, dass ich da so altmodisches Zeug gespielt habe. Ne? Also ich fand das. Wir kämpfen für die Songauswahl auch Lay All Your Love on Me von ABBA, finde ich auch sehr geil, muss ich sagen. Something wollten sie nicht haben, weil sie meinten, das wäre zu sehr Lennon McCartney. Dabei ist der Titel ja von Harrison. Und naja, und ich habe zu ihm gesagt, wo er so wütend war und so am Aufbrausen da, das war. Ja, musst dir vorstellen, so ein großer Konferenztisch und dann so beim Management in England da irgendwie so, weißt du. Ich glaube, wir müssen mal kurz. Wobei, ja, das gibt bestimmt viele Klicks. Das machen. Ich war mal Schülerlotse. Ja, dann sind wir nicht mehr im Bild. Aber das Interview kriegt viele Klicks, wenn einer von uns totgefahren wird. Ich hab gerade so Fish and Chips da gehabt, ne? Irgendwie, und dann meine ich so Rottwitz und Pommes frites. Aber total stinkig. Die wollten das alles so wie Locomotive Brass. Eigentlich. Aber gut, dass ihr es nicht so gemacht habt, muss ich jetzt mal sagen. Ich auch. Mit ist, ne? Auch. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen, das wäre jetzt auch echt eine langweilige Metal-Jukebox geworden, wenn wir da irgendwie so modernen Metal draus gemacht hätten. Weil wieso, was soll der Scheiß? Haben ja tausend andere Bands zu der Zeit gemacht, brauchen wir nicht. War ich der Meinung. Und der Meinung bin ich auch heute noch, also was soll's. Mit Recht, ich finde es ein ganz tolles Album. Muss ich sagen, also ohne zu schleimen. Die Platte ist auf alle Fälle völlig überbeuntert.